Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in einen Adventskalender, der einer der ersten war, die wir eigentlich bestellt haben, also sowohl Nicole als auch ich, ne? Und zwar der von Nyusha. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier dürfte es hauptsächlich um Haarpflege gehen, vor allem um Haarpflege, die ich persönlich noch nicht so kenne. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. 129 Euro hat er gekostet und hier soll ein Warenwert von 260 Euro drin enthalten sein. Ich bin wirklich gespannt, was ich hier finden darf und vor allem, was meine Haare dann in langfristiger Anwendung dazu sagen werden. Für eine zweite Meinung schaut gerne bei Nicole vorbei. Ich glaube, dass sie tatsächlich auch schon die Produkte etwas intensiver getestet hat, mal so in der Vergangenheit als ich. Und ja, genau, so viel dazu, ne? Solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich persönlich finde diese Hutschachtel wunderschön. Jetzt muss ich nur kurz herausfinden, wie man die so öffnet. Ich glaube, hier unten sind so Nupsis oder ein Nupsi vor allem. Ja, dann machen wir das so, dass wir die Produkte gleich in den Hintergrund stellen, auf Erwin und seinen Freund. Und ja, denn wir haben hier in dieser Hutschachtel Säckchen drin enthalten, die ich erstmal auf meinen Tisch lege. Ich glaube, am 1. Dezember starten wir mit einem Kissen, denn es fühlt sich definitiv so an. Ernsthaft, es ist ein Kissen. Das ist ja crazy. Hä? Okay. Ja, ein Kissen. Da fehlt aber noch ein Bezug zu, muss ich wirklich sagen, ne? Ich finde es ein bisschen klein, muss ich sagen. Dann machen wir mal weiter am 2. Dezember. Hier haben wir, oh, das fühlt sich ja richtig hochwertig an, ein Gentle Care Shampoo drin enthalten mit 80 Millilitern. Das sieht sehr, sehr abgefahren aus. Also ich habe das, also das sieht sehr schön aus. So kann ich mir das echt gut in meiner Duschablage so vorstellen, ne? Cool, okay. Sanfte Reinigung oder milde Reinigung für Haar- und Kopfhaut finde ich immer sehr schön. Und ich persönlich würde auch immer so Shampoo an den Haaransatz geben, dort halt auch entsprechend aufschäumen und halt nicht in die Länge und Spitzen. Das muss ja auch nicht sein. Und ein Gentle Shampoo kann man ja theoretisch bei jeder Haarwäsche verwenden. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine kleine Nummer 3. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn wir hier noch ein Heftchen oder so mit Erklärung gehabt hätten. Oh, wir haben hier ein Hair Perfume drin, Gentle Cotton Scent. Mhm. Da haben wir 10 Milliliter drin enthalten. Ja, Haarparfüm ist ganz nett, kann man definitiv machen. Ich bin ja ein Rebell, ne? Soll man eigentlich nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Ich sprühe mir mein reguläres Shampoo ja auch in meine Haarlängen und Spitzen. Das soll man ja, also eigentlich nicht, weil das ist ja mit dem Alkohol und so nicht so ganz so pflegend. Aber ich mache das halt einfach. Ja, und so nach frischer Baumwolle, wobei das kann ich mir vorstellen, dass man sich das, oh, da fehlt ein Haar, dass man sich das auftragen könnte, wenn man zum Beispiel zu Bett geht oder so. Wobei dann, also ich persönlich habe dann ja frisch gewaschene Haare, wenn ich ins Bett gehe, dann brauche ich das eigentlich nicht. Naja, das gehört dann eher so zu den Produkten, die ich dann demnächst einfach mal verlosen werde. Hier haben wir die Nummer 4, auch das ein kleines Produkt. Ach, der ist aber süß. Nyusha Daily Weightless Conditioner mit Jojoba-Samenöl, 30 Milliliter. Conditioner brauche ich tatsächlich immer eigentlich etwas größer und etwas mehr, weil meine Längen und Spitzen sind doch etwas ja, mehr als meine Kopfhaut, ne? Ja gut, aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und einen Conditioner verwende ich tatsächlich auch immer ganz gerne so als Abschluss von meiner Haarpflege. Das heißt, erst ein Shampoo, dann nehme ich gegebenenfalls eine Maske und dann am Ende halt den Conditioner. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich will mal dran riechen. Ich bin ja mal neugierig, ne? Riecht das nach was? Nach frisch gewaschener Wäsche. Macht ja definitiv auch Sinn, ne? Auch der 5. Dezember ist wirklich sehr, sehr klein. Also in der Hutschachtel hätte theoretisch noch ein bisschen mehr Platz gehabt, als das, was wir bislang hier so rausgezogen haben. Ach, guck mal. Lippenpflege haben die auch. Vanilla Soft Lip Care in vegan ist das Ganze. Das ist jetzt wirklich ein kleiner. Da steht nicht drauf, wie viel drin ist. Ja, aber so ein Vanilleduft ist auf jeden Fall eine schöne Sache für einen Adventskalender. Hier würde ich auch wirklich nicht drauf tippen, dass sowas irgendwie eine Originalgröße ist oder so. Finde ich süß. Ist in so einer Verpackung, genau, dass man halt hier den Finger so reinsteckt und das dann quasi hochdrückt. Und es riecht auch ganz leicht nach Vanille. Nikolaus, der 6. Dezember ist jetzt hier bei mir. Also die Säckchen sind hübsch, das auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Kann man auch super weiterverwenden, auch wenn überall Nyusha draufsteht. Ne? Hier haben wir ein Detoxifying Scalp Scrub. Ein Kopfhautpeeling mit 30 Millilitern. Sowas würde ich vielleicht einmal pro Woche oder alle 2 Wochen anwenden. Kann ich aber auch wirklich gut gebrauchen. Ein reinigendes Kopfhautpeeling zur Reduzierung öliger Kopfhaut. Und ich verwende ja Peelings im Gesicht. Ich verwende sie am Körper. Warum dann nicht auch auf Kopfhaut, ne? Ja,
Ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ich finde auch 30 ml bei einem Kopfhautpeeling nicht verkehrt, weil du brauchst jetzt keine Unmengen davon. Auch der 7. Dezember fühlt sich sehr leicht an. Hier haben wir ein Leave-In, eine No More Frizz Cream Fruity Mango Butter mit 10 ml. Auch das eine etwas kleinere Größe. Also weiß ich nicht, als Leave-In hätte man vielleicht ein bisschen was Größeres reinpacken können. Aber gut, ja. Frizz haben wir definitiv so in der Winterzeit, weil da ist es ja sowieso so, dass die Luftfeuchtigkeit viel niedriger ist, dass mehr Frizz da ist durch die Kleidung, die wir tragen, durch vielleicht einen höheren Wollanteil oder so. Habe ich persönlich halt auch gerne mal so diesen Struwwelpeter-Look und finde das auf jeden Fall ganz schön zum Ausprobieren, eine schöne Sache. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht, hoffentlich. Das ist ein Ultimate Sleek Comb, also quasi ein Kamm. Perfect Styling haben wir hier. Ja, ich style meine Haare jetzt nicht so mega viel, aber ein Kamm. Ich glaube, wir haben hier so gar keinen wirklichen Kamm bei uns im Haus. Das sieht aber komisch aus. Das ist wahrscheinlich einer, wenn du dir so eine richtig sleeke Frisur machst. Hier hast du auch noch so einen Stiel, dass du dir theoretisch deinen Scheitel so nachziehen könntest, ne? Der sieht crazy aus. Wirklich crazy, gegen Frizz, ne? Also wenn man sich halt so richtig so einen Wachs oder so in die Haare macht und das so einbürstet. Aber irgendwie ist der ganz schön groß. Okay, ist einfach mal was anderes. Ich meine, ne, so einen klassischen Stielkamm hätte ich jetzt hier auch nicht unbedingt drin gebraucht, bin ich auch ehrlich. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler als so ein regulärer Stielkamm, den du so für 1 Euro auch in der Drogerie bekommst. Deswegen heißt er, glaube ich, auch Ultimate Sleek, ne? Damit man halt diese super sleeken Frisuren damit machen kann. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Kleineres freuen. Ein Lux Treatment Oil. Das finde ich schön. Das ist ein Arganöl. Da sind 10 ml drin enthalten. Ich verwende jeden Morgen ein Haaröl, seitdem irgendein Hairfluencer gesagt hat, dass es toll sein soll. Und ich muss sagen, es gefällt mir. Ne? Also generell Haaröle verwende ich ganz gerne. Mache das so in die Länge und Spitzen ein bisschen rein. Und das finde ich persönlich, macht meine Haare einfach schöner. Ja, und das kann ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Das ist auf jeden Fall ein etwas größeres Produkt. Es fühlt sich etwas schwerer an. Ich finde auch, dass wir so langsam wieder, also wir könnten hier generell gerne mal ein paar größere Sachen drin haben. Okay, ja, auch das war erwartungsgemäß hier drin, würde ich mal so sagen. Ein Deluxe Dry Shampoo mit Silky Rice Powder und da sind 75 ml drin enthalten. Ja, also Trockenshampoos sind generell sehr beliebt, einfach damit man so die ein oder andere Haarwäsche überbrücken kann. Ich mag nicht so gerne Trockenshampoo, verwende sie für mich persönlich halt auch nicht so wirklich, weil ich jeden Abend Haare einfach wasche. Das mache ich einfach aus Bequemlichkeitsgründen wahrscheinlich, aus ich möchte mich wohlfühlgründen. Es tut mir auch einfach gut, ne? Ich trage hier jeden Tag aktuell auch diese Mütze. Das heißt, ich brauche es eigentlich auch und ich habe allerhand Kram im Laufe des Tages in meinen Haaren drin. Also ich weiß nicht, was da heute alles schon reingekommen ist, aber die ein oder andere Bananenscheibe hat definitiv mal diese Haare heute gesehen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält, ich hoffe, eine Kissenhülle oder sowas, denn unser Kissen ist ja noch relativ nicht so nutzbar, ne? Denn also bevor ich ein Kissen nutze, ich kann das ja klar natürlich auch so in die Waschmaschine stecken, aber ich glaube, das bleibt dann nicht so schön. Es ist auf jeden Fall ein süßes kleines Etui. Nein. Also ich möchte wirklich nicht in einem 129 Euro Adventskalender eine Tasche drin haben. Es machen so viele Firmen. Ich meine, Taschen sind toll. Ich liebe Taschen. Ich verwende Taschen. Ich finde Taschen einfach wundervoll. Aber ich brauche die nicht in diesem Adventskalender drin haben. Nö. Halbzeit, die Nummer 12. Ich finde, das ist auch immer so ein schöner Wendepunkt von einem Adventskalender. Das heißt, es darf auch gerne was Besonderes sein, dass man da halt auch irgendwie was Cooles reinpackt oder so, ne? Hier haben wir das Blowout Spray Heat Protecting. Ja, da sind 15 ml drin. Das ist dann quasi ein Hitzeschutzprodukt. Ich verwende gerne so Kombiprodukte, dass ich sowohl ein Leave-In habe, was meine Haare pflegt, als auch ein Produkt, was quasi einen Hitzeschutz mitgibt. Und das ist einfach ein schützendes Föhnspray. Also die Größen sind bislang halt auch sehr schön, dass man die so zum Verreisen mitnehmen kann. Aber ich hatte mir eigentlich mehr erhofft, muss ich gestehen. Der 13. Dezember eröffnet die zweite Halbzeit des Adventskalenders. Und ich glaube, hier haben wir auch wieder ein Tool drin enthalten. Ja, das ist aber eine schöne Haarklammer. Hier wird sich Nicole drüber freuen, weil die ist ja ein absoluter Silberfan, ne? Und jetzt hat sie eine silberne Haarspange. Ich glaube, sowas hat man eher selten mal irgendwo drin. Das sind eher so goldene oder roségoldene. Und das ist mal eine silberne. Und ich finde die auch hübsch. Doch, die ist hübsch. Die macht auch einen guten Eindruck. Da kann man wohl weit mit anfangen, ne? Das ist schön. Ja, die Nummer 14 habe ich irgendwie doppelt drin. Das ist ja total crazy, Leute. Da haben sie sich vertan. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch die anderen Nummern hier drin finden werde.
Es ist der Soft Cotton Conditioner. Das finde ich toll. Ich habe es ja eben gesagt, ich brauche immer ein bisschen mehr Conditioner. Hier sind 50 Milliliter drin enthalten und darüber freue ich mich sehr. Also zum einen über das Produkt an sich, aber vor allem auch darüber, dass ich es doppelt drin habe. Andere Adventskalender vergessen ein Kläppchen. Hier habe ich zweimal das gleiche. So. Der 15. Dezember enthält eine Bodylotion. Oh, da habe ich nicht mitgerechnet. Ultra Soft, auch hier 50 Milliliter drin enthalten. Kann man gut gebrauchen, ne? Also in der Winterzeit, wenn halt alles so ein bisschen trockener ist, gönne ich mir gerne Bodylotion da. Ich gönne mir die ganzjährig, aber hier dann halt umso mehr. Und das ist eine intensiv pflegende Bodylotion. Sie schenkt der Hautfeuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Schön. Riecht halt einfach nach Creme. Na, der 16. Dezember ist jetzt wieder ein bisschen geschrumpft. Und da haben wir einen Leave-In-Conditioner drin. Den Strengthening Leave-In-Conditioner für feines Haar habe ich, passt. Hier sind 15 Milliliter drin enthalten. Also eine schöne Größe, um das einfach mal auch auszuprobieren. Normalerweise hast du in sowas ja, ich weiß nicht, 150 Milliliter drin, ne? Aber da kann man auf jeden Fall mal gucken, ob einem das so gefällt. Der soll die Haare stärken für intensiven Haaraufbau, insbesondere für feines Haar. Finde ich klasse. Der 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, ist jetzt hier in meinen Händen großes Säckchen, kleines Produkt. Das Brilliant Smooth and Shine Spray. Das hört sich interessant an. Auch hier sind 15 Milliliter drin enthalten. Und damit soll man dann halt quasi den Haaren wahrscheinlich mehr Strahlkraft geben. Ein glättendes und glanzschenkendes Blow-Dry-Spray mit pflegendem Granatapfelkernöl schenkt dem Haar eine langanhaltende, seidig glatte Textur mit zuverlässigem Anti-Frizz-Effekt. Das finde ich interessant, ne? Also ich trage meine Haare ja meistens auch einfach so, wie sie sind. Das ist quasi die Beschreibung meiner Frisur, so wie sie sind. Oder halt glatt und da kommt sowas, glaube ich, wirklich gut. Ich glaube, das könnte ähnlich sein wie dieses Color Wow, ne, was man auch so kennt, diesen Dream Coat. Das finde ich ganz interessant. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Hier haben wir auch wieder was mit einer Pipette drin enthalten und zwar das Fortifying Hair and Scalp Serum. Oh, schön. Mit Leinsamenextrakt. Da sind 10 Milliliter drin. Sowas verwende ich halt super gerne, nachdem ich zum Beispiel ein Kopfhautpeeling gemacht habe. Oder im Sommer habe ich sowas auch sehr, sehr lieben gelernt, als ich Sonnenbrand auf der Kopfhaut hatte. Mega nice. Da ist wahrscheinlich auch irgendwas mit Panthenol und so weiter drin. Ja, Panthenol, Glycerin, ne, das ist natürlich super. Vitalisiert die Kopfhaut, kräftigt die Haare von der Haarfaser bis zur Haarwurzel und verleiht mehr Glanz, Volumen, Widerstandskraft und Spannkraft. Mega! Der 19. Dezember, hier haben wir auch was Größeres drin. Mal gucken, was wir hier finden dürfen. Ich bin tatsächlich auch gerade live auf Instagram, also folgt mir da sehr gerne, falls ihr sowas auch mal mitmachen möchtet. Da hatte mir eben auch jemand in den Chat geschrieben, dass sie die Haarmaske hier so feiert und deswegen warte ich da die ganze Zeit schon drauf. Noch ist sie nicht da. Hier haben wir den Deep Care Overnight Balm. Da sind 30 Milliliter drin enthalten. Da ich ein Abendduscher bin, ist das, glaube ich, nicht unbedingt mein Ding, ne? Also das ist auch wieder hier aus Glas, weil das musst du ja morgens auswaschen. Das ist dann nicht ganz so meins leider. Aber finde ich interessant, definitiv, dass es drin ist. Vor allem solche Balsame kann man auch immer ganz gut verwenden, wenn man so Haare hat, die auch wirklich zu Haarbruch neigen. Und klar, ich mache mir abends oder nachts halt ja auch die Schlaffrisur, aber manchmal ist es so, dass es einfach helfen kann, wenn man nochmal ordentlich Pflege reingibt, ne? Je nachdem, wie die Haare so drauf sind. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Das Säckchen ist riesig und das hätte Potenzial, gut ausgefüllt zu werden. Ich habe hier etwas drin, oh ja, Super Comfortable Headband Care Accessory. Ja, das ist ein Haarband. Das ist dann wahrscheinlich ganz gut für eine Schlaffrisur, ne, dass man da halt seine Haare entsprechend, ich hatte hier irgendwo mal so einen Öffner, zusammen machen kann. Ich habe da auch halt von Lilly Silk aus der Kooperation mal bekommen. Oh ne, das ist noch was anderes. Halt so Scrunchies, aber das ist noch was anderes. Das hier ist tatsächlich, wenn du dich, oh, das fühlt sich aber sehr toll an, wenn du zum Beispiel deine Gesichtspflege aufträgst oder eine Maske oder so, damit die Haare halt nicht ins Gesicht kommen, das fühlt sich wirklich toll an. Also ich hatte dieses Jahr auch schon einige von diesen Haarbändern in den Händen. Die haben sich bei weitem nicht so hochwertig angefühlt wie dieses hier. Das ist gut, ne? Das ist auch ein schöner Stoff. Das fusselt zwar ein bisschen, ja, also hier fliegt gerade allerhand Staub rum. Aber ich glaube, nach einmal waschen ist es weg. Der 21. Dezember enthält einen kleinen Tiegel. Vielleicht ist das hier drin enthalten, was meine Followerin eben geschrieben hat. Ich glaube, das ist die. Das ist die Nuscha Mild Care Maske und zwar mit 15 Millilitern. So schaut sie aus und das sieht wunderschön aus. Also den Tiegel mag ich gerne leiden. Das ist hier oben so gebürstetes.
quasi Metall. Es ist kein Metall, aber es sieht halt so aus, ne? Und die werde ich ausprobieren. Das ist die beruhigende Pflegemaske für strapaziertes Haar und trockene Kopfhaut. Wie geil, für die Kopfhaut auch noch geeignet. Die hydratisierenden Eigenschaften des Lavendels verleihen nicht nur geschädigtem Haar eine extra Portion Feuchtigkeit, sondern schenken auch intensive Pflege und Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen. Das ist ja cool. 5 Minuten lässt du das nur drin und das finde ich richtig nice. Und hier steht auch drauf, dass du anschließend einen Conditioner verwenden sollst. Richtig, richtig cool. Die wird ausprobiert. Die zweite und letzte Schnapszahl ist hier der 22. Dezember. Da haben wir auch eine größere Tube wieder drin enthalten. Und zwar ist das, oh, Deep Hydrating Body Shower, ein Duschgel. Ja, 50 ml sind hier drin enthalten. Das sieht echt hübsch aus. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Ich muss aber gestehen, dass ich mich... Oh, das könnte gleich noch kommen. Nein, ich beschwere mich noch nicht über irgendwas, was noch nicht gekommen ist. Aber ein Duschgel finde ich sehr schön. Und ja, das macht dann halt quasi das Duscherlebnis komplett. Oder das Badezimmererlebnis. Kommen wir an einem Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, zu dem Produkt, was ich eben monieren wollte, dass es gegebenenfalls nicht enthalten ist. Ja, das sieht nämlich so schön aus. Ich habe mir das die ganze Zeit nämlich so vorgestellt, dass ich Shampoo und Conditioner so nebeneinander stehen habe. Hier haben wir den High Performance... Nein, schade. Da dumm. Leave-in Conditioner. Ja, schade. Ja, okay. 80 ml sind hier drin. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn es halt der klassische Conditioner gewesen wäre. Aber ich glaube, den hatten wir dann eben ja schon, ne? Aber wenn der halt auch in so einer Packung drin gewesen wäre. Aber nun, wird auf jeden Fall auch mal ausprobiert. Effektiver Leave-In-Sprühconditioner für Haaraufbau, Schutz und Geschmeidigkeit. Marula-Extrakte stärken das Haar. Der Conditioner wirkt Frizz entgegen und spendet luxuriösen Glanz. Na, da bin ich ja mal gespannt, was diese Schätzelein so kann. Genauso bin ich gespannt darauf, was in der Nummer 24 drin ist. Das Highlight von diesem Adventskalender. Und mal gucken, was die sich hier überlegt haben. Weil eigentlich haben wir ja schon theoretisch alles so drin, was so Richtung Haarpflege geht. Es ist leider kein Haar-related Produkt, was ich wirklich schade finde. Rechargeable Beauty Mirror. Ja, das ist ein Accessory, also es ist quasi ein Accessoire und ich glaube auch, dass online drin, also stand, was so in dem Adventskalender drin ist, sodass es jetzt quasi eigentlich nicht die Katze im Sack ist und man jetzt auch nicht so allzu überrascht sein sollte, aber ich lese mir natürlich nicht durch, was ich so kaufe, läuft bei mir, ne? Ja, also in der Theorie sicherlich auch ein tolles Produkt. Wir haben ja auch ein Kabel mit drin, ein sehr kurzes Kabel, also wirklich sehr kurz. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Kann man auf Reisen auch richtig gut gebrauchen. Es ist halt sehr klein. Du hast hier wirklich guten Spiegel drin. Oh, oh, der ist viel zu gut, Leute. Das will ich gar nicht sehen. Genau, und wir haben hier zwei verschiedene Entfernungen, was ja auch schön ist. Du hast ja auch noch einen User-Guide mit dabei, ne? Ja, wieder aufladbar finde ich auch schön, theoretisch. Aber ich hätte sowas, ganz ehrlich, eher in der 6 gesehen als in der 24. Oder? In der 24 wäre, glaube ich, die Haarmaske in der großen Größe ganz gut. Da hat meine Followerin mich gerade so ein bisschen angepiekst, ne? Dass ich da gerade so richtig Bock drauf gekriegt habe. Wir haben den Adventskalender ausgepackt, ne? 129 Euro haben wir dafür bezahlt. 260 Euro soll der Wert sein. Das heißt, du hast theoretisch ja den doppelten Wert bekommen. Aber möchte ich den doppelten Wert dadurch erreichen, dass ich hier ein Kissen drin habe, was ich irgendwie nicht so wirklich gebrauchen kann, dass ich hier ein... diesen Pocket Mirror drin habe, was jetzt auch nicht so, ne? Also durch diese Füllprodukte wird dann ja wahrscheinlich der Wert auch entsprechend höher sein. Ich glaube, ich hätte mir viel, viel lieber genau die Haarpflegeserie für 130 Euro gekauft, die ich haben möchte, mit einem Shampoo, einem Conditioner und einer Haarmaske, dass ich das dann einfach auch mal so ausprobieren kann. Klar, hast du so jetzt auch die Möglichkeit, links und rechts zu gucken mit diesen ganzen Leave-In-Produkten und dieses Kopfhautgedönsen und so, was ich auch super spannend finde und auch für mich ausprobieren werde. Aber ich finde, dass dieser Adventskalender doch sehr kleine Produkte beinhält und dass die Füllprodukte auch nicht so bam in your face sind, auch wenn die etwas abgefahren sind. Also, ne, man rechnet halt jetzt zum Beispiel nicht mit so einem Sleek-Kamm, der ist schon ziemlich abgefahren. So ein Kissen finde ich halt auch irgendwie abgefahren, aber halt für mich nicht so geil, weil Bauchschläfer und irgendwie, das ist so klein, ein Reisekissen halt, ne? Ich weiß nicht, ob dieser Adventskalender uns auf Reisen schicken möchte. Jedenfalls fühlt es sich aufgrund der Größen und aufgrund der Füllprodukte ein bisschen so an. Sind das wirklich die Bestseller, die Nusha so im Sortiment hat? Ich weiß es nicht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und freue mich drauf. Und vielleicht fixt mich das jetzt so dermaßen an, dass ich jetzt demnächst ganz, ganz viel davon verwenden möchte. Und das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen.
Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.